Hallo und herzlich willkommen. Es bedarf nur dreier Zutaten, um einen erlebnisreichen Nachmittag zu gestalten. Einen Schäfer, einen Hund und jede Menge Wolle. Und diese Zutaten waren am 1. Oktober 2017 beim Erntedankfest der Naturschutzstation Haneberg vorhanden. Björn Hagge aus Priort bei Wustermark bewirtschaftet mit seinen Schafen die Flächen des Spandauer Hanebergs. Seine Kollegin führt uns nun mit ihrem Hund vor, wie man aus den in der Fläche verteilten Schafen ein handliches Wollknäuel macht. Der Hund hatte schon vorher voller Spannung und Eifer auf seinen Einsatz gewartet. Nun wird in einer großen Runde die Herde umrundet und dann langsam auf die Schäferin zugetrieben. Wenn der Hund nun die Herde vor sich hertreibt, folgt er seinem natürlichen Instinkt. Man hat dies wissenschaftlich untersucht und festgestellt, dass der Hund die Herde nicht als einzelne Tiere, sondern als großes Wollknäuel wahrnimmt und versucht, entstehende Lücken wieder zu verdichten. Der Hund hat gelernt, dass die Schafe sich zusammendrängen, wenn er sich ihnen nähert. Und so folgt er ihnen in einer alogarithmischen pendelnden Bewegung und treibt die Schafe so vor sich her. Ich gehe einmal fest davon aus, dass weder Hund noch Schafe sich jemals Gedanken über einem Alogarithmus folgende Pendelbewegung gemacht haben, aber es erstaunt mich immer wieder, was Wissenschaftler so herausbekommen. Aufgabe erfüllt. Vor knapp 2 Minuten wurde der Hund von hier aus auf die Reise geschickt. Und jetzt trat der Meister himself in Aktion. Für die nächste Disziplin, Riesenslalom mit Hund, musste der Parcours hergerichtet werden. Leider hatte Herr Hagge seine Slalom-Tore zu Hause vergessen. Somit wurden kurzerhand die Kinder der Besucher ausgeliehen. Wie ein jeder weiß, kann ein sich langweilendes Schaf eine reine Nervensäge sein. Und daher wurden die Schafe von der Schäferin mit ihrem Hund ein wenig beschäftigt. Getreu dem alten deutschen Sprichwort, dasselbe Schaf, der nächste Schäfer, Hund, erfolgt nun der fliegende Wechsel. Der Hund weiß, wo es lang geht. Auch die Schafe wissen, wo es lang geht. Nur bei dem Schäfer bin ich mir nicht ganz so sicher. Er macht einen leicht desorientierten Eindruck. Aber nein, es ist wie in der Schule. Man muss seine Schäfchen immer im Blick haben. Und schon ist das erste Slalom-Tor geschafft. Thank you.
und weil es so schön war, noch einmal zurück. Der Hund weiß ohne viele Kommandos genau, was er zu tun hat. Solange sich unsere kleine Herde noch einmal richtig in die Kurve legt, möchte ich euch erzählen, dass Björn Hagge im Jahr 2012 mit 45 Schafen angefangen hat, seinen Schäfereibetrieb aufzubauen. Heute hat er rund 500 Gotlandschafe, Heidschnucken und Thüringer Waldziegen und in diesem Jahr rund 100 Lämmer. Ich möchte nebenbei erwähnen, dass sich nicht ein einziges der Kinder wegen seiner missbräuchlichen Verwendung als Slalomstange beschwert hat. Nein, ich hatte sogar den Eindruck, dass die Kinder daran Spaß gefunden hatten. Während Herr Hagge den nächsten Programmpunkt erläutert, können wir zuschauen, wie seine Kollegin mit ihrem Hund die kleine Herde teilt. Der größere Teil der Herde wird entfernt geparkt und dann wird im Nachgang der kleinere Teil mit zwei Hunden auf den Anhänger verladen. Nun geleitet der Hund den kleineren Teil der Herde zum Anhänger. Die Tiere sind vollkommen entspannt und stressfrei. Naja, denkt sich das Schaf. Vorn ein Hund, hinten ein Hund. Bleiben noch zwei Varianten offen. Eine führt in den Anhänger. Ist jetzt nicht unbedingt der Lieblingsweg, aber allem Anschein nach sollen wir da hinein. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich die wieder einfangen soll, nee, danke. Ja, anders sieht's der Hund. Er freut sich, dass er rennen darf. Nun wurde dieselbe Ausgangssituation noch einmal wiederhergestellt. Hund vorne, Hund hinten, rechts Anhänger. Allem Anschein nach wissen die Schafe, dass die Zähne des Schäfers nicht mit den Zähnen des Hundes mithalten können. Aber immerhin, 37,5% der Schafe sind verladen. Und dann ging es ruckzuck und der Drops war gelutscht. Alle Schäfchen waren im Anhänger. Später dann konnte ich noch einem Schafscherer zuschauen, wie er seinem Klienten eine modische Kurzhaarfrisur verpasste. Während seiner Arbeit hängt der Schafscherer in diesem galgenartigen Gestell, um seine Wirbelsäule und seine Rückenmuskulatur zu entlasten. Naja,
Und das geht noch. Das geht noch. Der genießt es. Wer kennt das denn? Du bist schon Winter. Ja, die müssen schon Winter. Das probieren wir. Mir fällt nichts anderes ein als Bart ab. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses kleinen Beitrages über die Arbeit des Schäfers, des Schafes und des Hundes angelangt. Ich hoffe, er hat euch gefallen und verbleibe bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye hier aus Studio B, euer Tomcat.